Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Tennis Mastery. Wir geben euch heute einen Leitfaden fürs richtige Einspielen für euer nächstes Match. Viel Spaß beim Video. So, wie gesagt, möchten wir euch heute einen Leitfaden geben, wie ihr euch am besten einspielen könnt, damit ihr auch eine gute Sicherheit und eine gute Konstanz direkt beim ersten Punkt habt, den ihr spielt. Wir fangen im Kleinfeld an. Und hier ist es ganz wichtig, dass ihr auch im Kleinfeld schon mal eine gute Länge in den Bällen habt, eine gute Kontrolle mit dem Drall auch, aber auch der Kraft nach vorne. Also möchten wir hier schon mal die Sicherheit haben, dass wir hoch genug über das Netz spielen, damit schon mal kein Netzfehler passiert, aber auch auf der anderen Seite lang in das Feld des Gegners rein. Deswegen haben wir hier mal als Gedankenstütze ein paar Linien hingelegt. An diesen Linien könnt ihr euch zum Beispiel im Training orientieren, wenn ihr das erste Mal übt. So lang solltet ihr auch im Einspielen von der Länge her mit den Bällen kommen. Dann zeigen wir euch direkt ein paar Ballwechsel. Hier seht ihr jetzt auch direkt, wie hoch wir den Ball eigentlich über dem Netz haben wollen. Das seht ihr einmal hier im Standbild, also wirklich einen Meter locker über dem Netz, damit wir damit auch eine gute Länge erreichen können. Und dann ganz wichtig jetzt schon mal hier im Kleinfeld, dass ihr euch gut bewegt, dass die Schwungbewegung nicht so groß sein muss wie nachher im Großfeld, also ganz locker durchschwingen, das ist ganz wichtig. Und versucht wirklich, wie ihr das jetzt hier sehen könnt, hinten in die Felder reinzutreffen, in die markierten Felder, damit ihr jetzt hier schon mal, wie gerade erwähnt, im Kleinfeld eine gute Länge in euren Schlägen habt. Als Ziel solltet ihr euch 20 Bälle nehmen, die ihr ganz locker ohne Fehler über das Netz spielen könnt und dann sollte das für das Kleinfeld reichen. Okay, wenn wir das Ganze dann im T-Feld gemacht haben, geht ihr nach hinten an die Grundlinie. Hier genau das gleiche Prinzip wieder. Ihr werdet euch ja durch die Mitte einspielen, deswegen versuchen wir hier auch hoch genug über das Netz zu spielen, denn die Höhe über dem Netz gibt uns ja auch eine gute Länge in den Ball. Deswegen hier nochmal als Gedankenstütze das gleiche mit den Linien. Versucht wirklich ins hintere Drittel des Feldes zu kommen. Hier schon mal die Länge, die wir nachher im Spiel brauchen, um den Gegner wirklich in Schach zu halten, nicht, dass er angreifen kann, sondern wirklich ihn in die Defensive drücken können und vielleicht auf die Situation warten, in der wir dann nach vorne rücken können und den Punkt gewinnen können. Dann würden wir auch schon rübergehen aufs große Feld. Hier nochmal genau das gleiche, versucht den Ball möglichst hoch übers Netz zu spielen für eine gute Länge und gute Sicherheit, um den Netzfehler zu vermeiden. Ganz wichtig, immer viel bewegen, eine gute Beinarbeit, darauf solltet ihr achten. Und natürlich darauf, dass ihr die Vorhand und Rückhand gleichmäßig einschlagt von der Anzahl her, dass ihr auf beiden Seiten in den Rhythmus kommt und dann auch hier nochmal als Markierung die Zielfelder zu treffen. So, nachdem wir die Grundschläge jetzt gemacht haben, geht es weiter nach vorne ans Netz und wir spielen uns bei den Volleys ein. Zuallererst einmal, wo stehen wir dann überhaupt? Und zwar viele machen es falsch, dass sie im Einzel viel zu weit vorne stehen am Netz. Und wir möchten eigentlich im Einzel einen Meter vor der T-Linie stehen, damit wir hier den Split-Step machen können, auch im Einzel, wenn wir nach vorne ans Netz gehen. Und dann mit dem Schritt Cross-Step nach vorne zum Volley hingehen können, damit wir auf jeden Fall aus dem Körper die Bewegung nach vorne haben und dass der Arm dann stabil bleiben kann, dass wirklich die Kraft mehr aus dem Körper kommt oder die Stabilität und weniger aus dem Arm. Das ist eigentlich das erste Ziel. Und das zweite Ziel, wenn wir uns jetzt einspielen bei den Doppeln, ist es, dass ihr mindestens die Länge der Volleys über die T-Linie bekommt, besser sogar über die gelbe Linie wieder. Das gleiche gilt dann auch nachher für die Schmetterbälle. Zwar kann man die Schmetterbälle auch ein bisschen kürzer wegdrücken oder wegsmashen, aber wir wollen erstmal diese gute Konstanz, gute Sicherheit in den Schlägen haben, damit wir das nachher auch im Spiel anwenden können. Dann sind wir auch schon bei den Volleys angekommen. Hier möchten wir wirklich darauf achten, dass wir kontrollierte Volleys spielen können, also die Schlägerfläche so anstellen, dass wir den Volley mit einer schönen Flugkurve rausspielen können, mit etwas Rückwärtsdrall sogar, also wirklich kontrollierte Volleys, die auch eine gute Länge haben, damit ihr auch ein gutes Gefühl habt, wenn ihr dann in den Ballwechsel reingeht, ins Match reingeht und versucht hier wieder möglichst über die T-Linie, wenn nicht sogar über die markierte Linie zu spielen. Und wenn ihr dann im Nachhinein noch die Schmetterbälle macht, ganz wichtig, den nicht dominanten Arm ganz lange oben lassen, um die Spannung zu halten. Und oft sehe ich den Fehler, dass bei Schmetterbällen viel zu hart geschmettert wird. Versucht wirklich hier den Arm locker durchlaufen zu lassen. Da ihr den Ball über Kopf schlagt, kriegt ihr auf jeden Fall genug Geschwindigkeit mit rein und ihr könnt ihn sogar mit ein bisschen Schnitt versehen, dann wird er noch etwas sicherer. Dann haben wir uns jetzt eingespielt im T-Feld, eingespielt an der Grundlinie. Volleys haben wir gemacht, als nächstes folgt noch der Aufschlag. Und beim Aufschlag ist ganz wichtig, macht wirklich mindestens 8, 9, 10 Aufschläge von jeder Seite und fangt ganz locker an, dass ihr erstmal die Schulter warm bekommt, erstmal ein paar lockere Bälle, wirklich
ganz locker aus dem Arm durchschwingen. Nicht, dass ihr euch vor dem Match schon irgendwie was zerrt oder eine Verletzung holt. Und dann, je nachdem, wie ihr aufschlagen wollt, auch im Match, versucht schon mal Varianten reinzubringen. Und zwar bei mir ist es so, ich würde von rechts als Linkshänder dann eher Slice durch die Mitte aufschlagen oder Kick nach außen. Das heißt, ich übe das auch schon mal beim Einschlagen, auch von der linken Seite dann den Slice nach außen, der ganz gut ist für die Linkshänder, oder den Kick durch die Mitte. Das heißt, baut hier schon mal Varianten ein, damit ihr auch Sicherheit habt für das Match dann und direkt auch zweite Aufschläge im Match spielen könnt. Also wirklich wichtig, erste Aufschläge zu machen, erstmal mit langsamer Geschwindigkeit und immer schneller werdend, aber auch zweite Aufschläge zu üben, dass ihr das auf jeden Fall habt und sicher mit einem guten Gefühl ins Spiel starten könnt. Dann gehen wir hier nochmal ganz locker in die Aufschläge rein. Und zwar seht ihr, ich fange ganz locker an, möglichst den Arm locker durchlaufen zu lassen. Von rechts erstmal, wie gewohnt. Und dann versuche ich möglichst auch die Richtung zu wechseln zwischen den Aufschlägen. Und erstmal lockeres Tempo auf Sicherheit, den Ball erstmal im Feld zu halten. Und gerade wie ich es gesagt habe, versuche ich natürlich auch jetzt schon ein paar Varianten reinzubringen. Wie zum Beispiel jetzt den Slice nach innen, also durch die Mitte, für mich als Linkshänder von rechts optimal. Oder auch den Kickaufschlag nach außen, den ich sehr gerne als zweiten Aufschlag spiele. Damit ich da im Spiel auf jeden Fall schon mal sicher bin, dass diese Schläge klappen. Danach das Ganze nochmal von links. Hier für mich ein ganz wichtiger Schlag, der Slice nach außen, um das Feld zu öffnen und danach den Punkt zu machen. Deswegen mache ich den auch relativ oft, um mich da einzuschlagen, den Rhythmus zu haben. Und hier natürlich auch ein paar Varianten noch einbauen, wie den Aufschlag durch die Mitte auf den Körper, damit ihr alle Aufschläge, die ihr von der Seite machen könnt, dann auch einmal durchgespielt habt für euch und die dann auch sicher im Match anwenden könnt. Steigert das Tempo wieder locker, also fangt ganz entspannt an aufzuschlagen und dann wird es immer schneller bis am Ende fast zum Maximum. Und ganz wichtig, das wird vielleicht nicht so gern gesehen von euren Gegnern, aber spielt auf jeden Fall auch ein paar Returns, wenn der Gegner aufschlägt, damit ihr auch hier schon mal bereit seid für den Return und da direkt am Start des Matches keine Punkte verliert. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Beim nächsten Mal, wenn ihr ein Match spielt oder das nächste Mal, wenn ihr euch einspielt, denkt auf jeden Fall an dieses Video, an die Merkmale, die wir hier genannt haben. Und dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Daumen hier lassen, Abo hier lassen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.